Ja, hi Leute. Heute haben wir mal kein Unboxing, sondern quasi ein ja, Boxing von Käfern. Ich verschicke nämlich heute Käfer an jemanden, der welche bestellt hat bei mir. Und zwar handelt es sich dabei um zwei Weibchen von Dorcus titanus typhon, beziehungsweise Dorcus titanus titanus ex Sulawesi. Und ein Weibchen von Homo deus mellii. Da zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie man denn am besten so ein Käferchen einpackt. Hier am Boden dieser Dose sind Lüftungslöcher, ne? Also Luft ist natürlich ganz wichtig. Dann nimmt man sich angefeuchtetes Küchenpapier, stopft es ein bisschen in diese Dose. Dann natürlich als Stärkung für die Reise ein bisschen Beetle Jelly, ein Stückchen. Dann kann man den Käfer reinsetzen. Hier ist das Weibchen. Und dann oben drauf nochmal ein bisschen von dem Papier. Nur locker drauf und natürlich nicht nass, sondern bloß feucht. Und dann schraubt man ganz einfach den Deckel zu. Und mehr braucht es eigentlich auch schon nicht. Die Reise dauert ja im besten Falle einen Tag, beziehungsweise 2 Tage. Und ja. Das ist eigentlich dann eine gute Ausstattung für diese kurze Versandzeit. Ja, die beiden Dorcas-Weibchen habe ich schon eingepackt. Die fressen jetzt auch, werden langsam aktiv. Ich gebe gerne dann, soweit ich die Informationen habe, an den nächsten Züchter auch so eine, ja, so ein Infoblättchen mit. Da stehen nämlich die Elterntiere drauf. Die habe ich ja selbst nachgezüchtet, die Dorcas. Das Männchen, also der Vater war 94 mm groß und F3, das Weibchen 35 mm groß, F1, die habe ich miteinander verpaart und daraus resultierten die zwei Weibchen, die ich jetzt abgebe. F3 plus F1, frisches Blut, daraus kommt wieder eine neue F1-Generation. Ja, den Schlupf noch mit angegeben, grob zumindest, den genauen Tag kann ich nie sagen. Aber Juli und August in diesem Zeitraum sind diese beiden Weibchen geschlüpft, werden jetzt langsam aktiv und sind bereit, ja, für die Reise. Ich habe oben auch nochmal beide Namen angegeben. Nach neuestem Stand handelt es sich jetzt bei den Sulawesi Titanus um Dorcus Titanus Typhon. Werden aber meistens noch unter dem Namen Dorcus Titanus Titanus ex Sulawesi gehandelt. Deswegen habe ich beides mal dazu geschrieben, damit da keine Verwirrung aufkommt. Und es sich ja und nicht irgendwie blind gekreuzt wird. Und ja, zu dem Homo deus Weibchen hatte ich jetzt nicht so viele Informationen. Das habe ich auch unboxed mit einem Männchen zusammen. Leider ist das Männchen gestorben, bevor es zu einer Paarung kam. Und demnach ist es nicht befruchtet, aber der Züchter, an den die Käfer heute gehen, der hat noch ein oder mehrere Männchen von Homo deus mellii. Und ja, gibt dem Weibchen dann noch die Chance, nicht jungfräulich zu sterben. Da weiß ich nur, dass es ein F1-Weibchen war. Ich habe sie ja nicht selber gezüchtet, demnach kenne ich die Größen der Elterntiere nicht. Im Mai 2017 ist es geschlüpft. Ja, genau. Und finde ich wichtig, dass man solche Informationen weitergibt, wenn man sie hat. Ansonsten kann es nämlich schnell irgendwie zu, ja, Blindkreuzungen oder was auch immer kommen. So, ja, dann geben wir das Ganze in einen Karton. Den polstern wir erstmal aus unten. Luftpolsterfolie eignet sich da immer sehr gut. So, dann können eigentlich auch die Dosen der Käfer da rein. So, dann natürlich noch diese Liste. Hier noch ein paar andere Luftpolsterkissen, um das Ganze abzupolstern, damit die Käfer jetzt nicht rumgeschleudert werden, wenn die Kartons rumgeschmissen werden. Und ja, man kann dann auch, wenn noch Platz fehlt bis zum Ende des Kartons, zerknüllte Zeitung nehmen. Das reicht aber auch jetzt an Polsterung. Dann natürlich den Karton verschließen. Ich habe jetzt einen wiederverwendet, man muss ja nicht immer einen neuen benutzen. Solange man die dann gut verklebt, geht dann auch alles gut. Ja.
Klebeband. Machen wir hier einen Streifen. Ja, jetzt will ich natürlich nicht abreißen. Muss mal kurz nachhelfen. Streifen drüber legen. Jetzt hält es nicht vernünftig. Dann nochmal in der anderen Richtung. Ich muss gerade leider mit dem Handy filmen, weil der Akku meiner Kamera leer ist, deswegen habe ich ein Stativ improvisiert und muss das am Boden machen, deswegen ist das ein bisschen umständlich, aber funktioniert trotzdem. Doppelt hält besser. Jetzt ist auch eigentlich eine gute Zeit zum Versenden, die Temperaturen sind nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Im Winter versende ich nicht gerne, dann braucht man Heatpacks und Styroporboxen zur Isolierung der Temperatur. Und ja, das kostet dann natürlich nochmal mehr für den Versand. Das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Und ja, Frühling und Herbst sind so die sichersten Zeiten zum Versand. Im Sommer ist es oft zu warm, vor allem in den Postautos wird es da gerne mal richtig, richtig heiß. Und ja. Käfer sterben. Im Winter kann man halt mit Heatpacks gegen die Kälte kämpfen, aber das klappt auch nicht immer. Ja gut, dann haben wir das jetzt so zugeklebt. Natürlich kommt dann hier an die Seite noch das Zusteller ja, Blättchen, wie nennt man es? Keine Ahnung. Die Frankierung. Damit das natürlich auch ankommt. Ich benutze immer den versicherten Paketversand. Dann kann man dem Empfänger eine Sendungs-ID zukommen lassen, er kann sein Paket verfolgen und es ist sicherer, dass es ankommt. Ich habe nämlich ab und zu schon mal ein Päckchen verschickt, um ja, den Leuten den Versand ein bisschen günstiger zu machen, aber da passiert es schon mal gerne, dass Päckchen verschwinden. Seitdem nur noch versicherter Versand im Paket, kostet dann halt ein paar Euro mehr, aber ist sicherer. Gut, eigentlich gar nicht schwer. Ist jetzt leider ein bisschen blöd von der Perspektive her, das Video, weil wie gesagt, meine Kamera ist leer, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Die Käfer müssen heute raus. Hatte jetzt keine Zeit noch, die Kamera aufzuladen. Deswegen hoffe ich, ihr begnügt euch auch damit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wünscht den Käfern eine gute Reise. Bis dann. Ciao.